So, hallo. Heute mal wieder ein kleines Video über ein Messer, das ich neu gekauft habe, beziehungsweise bei dem ich extremes Glück hatte, dass ich das zu dem Preis bekommen habe. Und zwar handelt es sich hier um das Cold Steel Pendleton Mini Hunter. Und das Messer kostet, glaubst du, wenn du es neu kaufst, so um die 60, 70 Euro. Ich hatte das Glück und habe es bei Amazon bei den Warhouse Deals für sage und schreibe 31 Euro gekauft. Laut Angabe von Amazon sind angeblich Kratzer, Auseinanderscheide und Beschädigungen an der Scheide. Das kann ich aber nicht bestätigen, das Messer ist in einem einwandfreien Zustand. Das einzige, was war, der Karton war kaputt. Aber sonst war eigentlich alles in Ordnung. Geliefert wird das Messer hier mit der Secure-X Scheide von Cold Steel, eine Eigenentwicklung, das ist ein, denke mal, ein GFK-Kunststoff. Das Messer hält da drin bombenfest. Du kannst hier ein paar Drückknopf sichern. Man kann aber die Gürtelschlaufe auch abnehmen. Hier sind zwei Schrauben und hier zwei Buchsen hinten dran, wo man es praktisch wegschrauben kann. Halten tut es fest, also ist richtig bombig. Ja, was gibt es zum Messer zu sagen? Das Messer ist aus VG1 Stahl, japanischem Stahl. Ja. Autosum. Nee, er will nicht, ja egal. Der Griff ist eine Art Gummi. Ist aber praktisch um die Klinge, um den Stahl rum gegossen. Das Messer ist trotzdem, dass es in Anführungszeichen gebraucht war, sehr scharf bei mir angekommen. Also darüber lässt sich nicht meckern. Alltagstests habe ich noch nicht durchgeführt mit. Ich habe es jetzt erst gestern gekriegt oder ist gestern gekommen, hatte einfach noch nicht die Zeit. Hier hinten am Messer ist ein Lanyard Hole, ist eine Art Buchse, die eingenietet ist. Ist aber wirklich also top verarbeitet, Cold Steel typisch und nicht wie bei manchen Messern der Stahl jetzt aus Taiwan, sondern das ist wirklich VG1 Stahl aus Japan. Und das Messer ist für mich ja, 3,5 Fingermesser. Ich habe Handschuhgröße 9, aber mit 3,5 Fingern, also mit 3 Fingern kann man reell sagen, passt. Ja, ich habe mir das Messer mal gekauft. Ich wollte das schon lange und habe es durch Zufall bei den Warhouse-Deals gesehen. Es war mir bis jetzt schlicht und einfach zu teuer. Aber für den Preis dachte ich, da kann man es mitnehmen oder kann man es bestellen. Jo, was ich bemängeln muss, ist, normaler Tech-Look lässt sich über diese Buchsen hier nicht anbringen. Das ist ein bisschen schade, da die zu klein sind, aber ja, mein Gott, was soll's. Das ist ja auch eher Kategorie Neckknife, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Okay, ich wollte euch das kleine Messerchen nur mal vorstellen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich danke euch fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.